hoy yo quiero cantar. Sí, señor, a mi nuevo amor. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y que hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Señor, a mi nuevo amor. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y que hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo, a tu lindo Ecuador. Mein Name ist Jürgen Heist, ich bin der Schulleiter der deutschen Schule Quito und ich erzähle Ihnen ein bisschen etwas, wie wir hier arbeiten und über die Ausstattung. Wir gehören zu den 143 offiziellen Auslandsschulen, haben einen Exzellenzzertifikat und insgesamt besuchen die Schule 1600 Schülerinnen und Schüler. Dabei ist auch der Kindergarten, wir haben einen beruflichen Zweig und eine Musikschule, die ist allerdings nicht in dieser Zahl inbegriffen. Die Deutsche Schule Quito ist eine Schule mit großer Tradition. 2017 werden wir ein 100-jähriges Jubiläum feiern. Die DSQ, wie wir sie abgekürzt nennen, ist eine Abiturschule. Und zwar beenden die Schülerinnen und Schüler in der Regel nach dem 12. Schuljahr die Schule mit dem Abitur oder aber mit dem sogenannten Bachillerato, dem einheimischen, dem nationalen Abitur. Wir verfügen über eine exzellente Ausstattung, das kann man so sagen. Die Bereiche Kindergarten, Grundschule und so weiter verteilen sich auf einem sehr großzügigen Gelände, sodass wir uns hier wirklich auch frei bewegen können. Die Kinder, Jugendlichen sehr viel Platz haben für ihre, in ihren eigenen Bereichen und wir entsprechend uns auch wohlfühlen können. Ich kann Ihnen nur sagen, herzlich willkommen in Quito. Ich bin seit 7 Jahren mit meiner Familie in Ecuador. Mittlerweile sind wir alle hier an der Schule. Mein Mann in der Sekundaria, mein älterer Sohn in der 8. Klasse und mein kleiner Sohn jetzt in der 1. Klasse. Wir fühlen uns sehr wohl in Ecuador und ich denke, ich kann ein bisschen was dazu sagen, wie man als Familie mit kleinen Kindern hier in Ecuador auch zurechtkommt. Also mein älterer Sohn ist hier in die Schule gekommen, in die 1. Klasse. Und obwohl er kein Wort Spanisch konnte, hat er sich innerhalb weniger Monate schon sehr gut zurechtgefunden und konnte sich problemlos verständigen. Mein jüngerer Sohn ist dann 2009 geboren hier. Und dank unserer Hausangestellten konnte ich auch schnell wieder arbeiten gehen. Er war nach einem Jahr ist er in eine Garderia, in eine Kindergrippe hier gekommen. Davon gibt es hier sehr viele im Bereich Quito, Cumbaya und man kann sich das aussuchen, welches Konzept einem gut gefällt. Er war dann 2 Jahre in dieser
in dieser Guarderia und ist mit 4 Jahren hier an die deutsche Schule gekommen. Musste dann einen Einstufungstest machen, den er aber gut gemeistert hat. Das war überhaupt kein Problem. Er ist jetzt bei 2 Jahre hier im Kindergarten und da wurde er auch sehr gut auf die Schule vorbereitet. Der Kindergarten hat ein ähnliches Konzept wie in Deutschland im Kindergarten. Unser erstes Zuhause wird immer in Deutschland sein, das ist ganz klar. Aber ich fühle mich sehr wohl. Wir haben hier Höhen und Tiefen mitgemacht, aber trotz allem haben wir uns hier sehr wohl gefühlt und ich werde doch traurig sein, wenn ich wieder zurück muss. Das weiß ich jetzt schon, denn wir haben viele Freunde kennengelernt. Gerade im Kollegium ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Man gewinnt sehr schnell Anschluss und Kontakte und macht viele Dinge gemeinsam, auch über die Kinder. Man unternimmt sehr vieles gemeinsam zusammen und das ist schon sehr schön. Also man fühlt sich schnell aufgenommen und man kann viele Dinge gemeinsam machen und das ersetzt so ein bisschen auch die Familie. Ich bin Musiklehrer hier an der Deutschen Schule Quito, bin verantwortlich für den gesamten Musikbereich, für den Kulturbereich, Leiter der Musikschule, die bei uns an der Schule angegliedert ist. Wie man hört, ich komme aus Bayern und fühle mich hier an der Schule äußerst wohl. Ich habe fantastische Arbeitsbedingungen. Dieses Auditorium nutzen wir sowohl schulisch, hier werden also Versammlungen von Schülern gemacht, aber natürlich auch kulturell. Wir haben hier unsere Schulveranstaltungen, wir bieten hier Musicals, Konzerte, Theater innerhalb der Schule. Aber in diesem Theater wird auch fast alle 14 Tage ein Kulturevent geboten für alle Leute, die hier in der Nähe wohnen. Aber das ist nicht das Einzige. Wir haben oben noch ein kleines Auditorium für kleinere Veranstaltungen. In dieses Auditorium, in das große, passen über 600. Oben kriegen wir bis zu 120 Zuhörer rein. Wir haben hier an der Schule angegliedert eine schuleigene Musikschule, die vor allem am Nachmittag von 14 Uhr bis 18 Uhr funktioniert. Wir haben bis jetzt über 200 Schüler, die diese Musikschule besuchen und fast 20 Lehrer, die an dieser Musikschule unterrichten. Lehrer, die in erster Linie professionelle Musiker sind aus dem hiesigen Nationalorchester. Wir haben hier 4 Musiksäle, die alle ausgestattet sind mit elektronischen Wandtafeln, mit Beamer, mit Zugang zum Internet. Ich fühle mich hier in Quito, in Ecuador, extrem wohl. Das hat mit sehr vielen Dingen zu tun. Ecuador ist ein fantastisches Land, ist ein wunderschönes Land, sehr facettenreich. Quito ist eine sehr schöne Stadt. Aber dass ich jetzt schon seit 10 Jahren hier an der Deutschen Schule bin, hängt auch mit meinem Arbeitsfeld zusammen, weil ich, glaube ich, weltweit nicht so viele unterschiedliche und schöne Aufgaben haben kann wie hier bei uns an der Schule. Man sieht hinter mir das Auditorium. Ich glaube, es gibt auch nicht so viele Schulen, die so fantastisches Auditorium hat. Ein großes und ein kleines Auditorium. Man kann sich hier eigentlich nur wohlfühlen. Den ersten Eindruck ist, ist gewaltig. Also die Schule ist riesig, hat eine unglaubliche Infrastruktur und auch, dass beide Sprachen die ganze Zeit da sind, ist auch beeindruckend. Und dann, dass die äquatorianische Kultur mit der deutschen Kultur zusammenkommt. Und das ist ein Horizont. Da öffnen sich viele Möglichkeiten und das ist nur etwas, das wir unglaublich schätzen können. Ich unterrichte Ethik auf Spanisch und auf Deutsch. Von den Themen her ist es im Prinzip das Gleiche. Der Unterschied ist, dass man mit Äquatorianern und mit deutschen Kindern in einem Raum sitzt. Ja? Und das ist natürlich die Arbeit mit der Sprache ist sehr intensiv und eine Sprache bedeutet nicht nur
ja, Vokabel zu übersetzen und so weiter, sondern auch so eine Welt so zu verstehen, ja, so wie die Codes in der Gesellschaft sind oder wie die, die Gesellschaft so funktioniert, ja, und das, das ist im Unterricht natürlich drin, das ist sehr wichtig. Motiviert sind sie, ja, sie sind in der deutschen Schule und das ist ihnen auch bewusst und die Kinder, die Schüler bemühen sich, ja, die Sprache zu lernen, die deutsche Kultur zu verstehen. Genau andersrum müssen die Lehrer, die nicht aus Ecuador kommen, in meinem Fall gut aus Argentinien und auch aus Deutschland, weil ich sehr lange in Deutschland gelebt habe, dann müssen die Lehrer auch auf die Schüler zugehen und auch verstehen, also womit arbeiten sie, womit kämpfen sie, wenn sie Mathematik auf Deutsch machen oder Biologie oder Ethik oder egal was für ein Fach, ja, und das ist die Arbeit, ja. Gut, es ist anders, ja, es ist, und sogar für mich, dass ich aus Argentinien komme, ist das für mich auch hier neu, ja, es ist richtig lebendig, es ist sehr lebendig und die Kinder zeigen die Gefühle ganz frei. Und das ist etwas, das ich sehr genieße, muss ich sagen. Also, dass die Kinder zum Beispiel die Lehrer mit einer Umarmung begrüßen oder dass sie diese Nähe suchen. Ja? Das ist einfach, ich finde es klasse, ja? Also ich genieße das sehr. Diese offene Art und diese Explosion an Gefühle und und das zeigt sich auch zum Beispiel, wenn sie im Auditorium zum Beispiel Theaterstücke präsentieren oder wenn sie tanzen, diese Leidenschaft, die sie bringen, ja, das gehört auch zu der Kultur, meine ich. Ja. Ich wollte ein bisschen was erzählen zu der Schule insgesamt. Die Schule hat 1600 Schüler und ist eine Begegnungsschule. Das heißt, wir haben nicht sehr viele deutschstämmige Schüler hier an der Schule, der Schweizer oder Österreicher Schüler, sondern es sind hauptsächlich ecuadorianische Schüler, die hier in der Schule sind. Unser Ziel ist dennoch, zu einem Abiturabschluss zu kommen. So haben wir jetzt in der Zukunft ungefähr 2/3 bis 3/4 Schülerinnen und Schüler, die das Abitur machen werden und 1/4, die nur in Anführungsstrichen das ecuadorianische Bachelorato machen werden. Um das zu erreichen, müssen unsere Schülerinnen und Schüler von Anfang an, vom Kindergarten an, Deutsch lernen und im Laufe der Zeit durchmischen sich diese Gruppen etwas mehr. In der Sekundaria wird es so sein, dass wir eine deutsche Klasse mit einer nationalen Klasse mischen werden und dort haben wir dann eine gemischte Gruppe, so dass schon die besten deutschsprechenden Schülerinnen und Schüler mit den deutschen Schülern zusammen Unterricht haben werden. Und spätestens in der 10. Klasse haben wir dann 3 Parallelklassen, die auf das Abitur sich vorbereiten. In diesen 3 Parallelklassen haben wir hauptsächlich nationale Schülerinnen und Schüler. Das Abitur ist also das Ziel dieser Schule und wir haben im letzten Schuljahr 45 Abiturienten gehabt und wir möchten gerne, dass die Anzahl der Abiturienten auf mehr als 60 steigen wird im Laufe der Zeit. Die Sekundaria hat eine sehr gute Ausstattung diesbezüglich. In den Sekundaria-Räumen haben wir natürlich neben den üblichen Räumen in Naturwissenschaften und Fachräumen auch in den Sekundaria-Klassen einige Neuerungen, die man vielleicht so aus Deutschland nicht unbedingt kennt. In allen Klassenräumen gibt es elektronische Tafeln und die Sekundaria-Räume sind ausgestattet als Multimedia-Räume. Das heißt, ich habe eigentlich in allen einen kleinen Kinosaal. Natürlich habe ich Zugänge zum Internet, so wie ich das für einen modernen Unterricht eigentlich benötige. Das ist also die Zielrichtung der Schule. Und damit wir das erreichen können, ist natürlich Deutsch das, was im Zentrum steht, unseres gesamten Unterrichts. Das heißt, immer wenn wir an Sachunterricht denken, denken wir auch ein Stückchen weit an Deutschunterricht und müssen Deutsch mitvermitteln. Als Mathematik- und Physiklehrer an der Deutschen Schule Quito muss ich ja zugeben, dass die Deutsche Schule Quito eine Schule mit einem Sprachenschwerpunkt ist. Also die Schülerinnen und Schüler werden in Spanisch und in Deutsch als Muttersprache unterrichtet und sie haben auch schon seit der Primarstufe Englisch als Fremdsprache. Aber ich kann auch sagen, dass wir hier einen großen Wert legen auf die naturwissenschaftliche Ausbildung der Schülerinnen und Schüler.
Alle unsere Schülerinnen und Schüler werden bis zum Ende ihrer Schullaufbahn in allen drei Naturwissenschaften unterrichtet, also in Physik, in Chemie und auch in Biologie. Des Weiteren haben alle drei Naturwissenschaften eine hervorragende Ausstattung. Das sind die Räume, aber das sind vor allem auch die Materialien. Und das erlaubt es uns, dass wir großzügig Schülerexperimente durchführen können, sei es in der Mittelstufe, aber auch wir haben Experimentiermaterialien für die Inhalte der Oberstufe. Das macht natürlich auf der einen Seite den Schülerinnen und Schülern sehr viel Spaß, damit zu arbeiten, aber umgekehrt muss ich auch sagen, was ist denn besser, als in der Naturwissenschaft authentisch vom Experiment zu lernen? Viele unserer Schülerinnen und Schüler entwickeln dann auch im Laufe ihrer Schulkarriere ein großes Interesse an den Naturwissenschaften und das reicht bis dahin, dass sie im Abitur ein naturwissenschaftliches Prüfungsfach belegen, aber auch danach an der Universität viele von ihnen Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften belegen. Ich bin total begeistert, was wir hier in der Deutschen Schule Quito haben. Wir haben eine Laufbahn, synthetische Laufbahn hier, haben wir auch ein Schwimmbad, haben wir alles Verstattung ist komplett Volleyball, da haben wir auch sogar einen Beachvolleyball-Court da hinten. Ist komplett anders, was wir in Deutschland haben. In Deutschland müssen wir manchmal zum anderen Halle gehen und manchmal es gibt keine Laufbahn, müssen wir alles in verschiedenen Halle machen oder in einen Verein. Und was wir hier haben, ist unglaublich. Alles, was für die Schulen haben und auch im Kindergarten so, haben wir einen Bereich für Rhythmik für die kleinen Kinder und jedes Mal es gibt neue Sachen hier in der deutschen Schule. In der Turnhalle wir haben viele verschiedene Sachen. Haben wir Matten, haben wir Sprungseile, haben wir Basketball auch da und ein paar verschiedene Sachen auch. Es gibt nicht etwas, das wir nicht hier haben. Ist unglaublich. Ist nicht, was ich hier arbeite, ist, was ich fühle und was ich hier merke, alles, was hier gibt. Ist nicht nur, dass unsere Schule in der Mittelpunkt der Welt ist, aber haben wir eine Höhe von 2600 Meter hoch. Und das hilft echt viel für die Leicht- und Sportler. Und die Höhe hier zu übernehmen, ist so wie ein naturell Anti-Doping, heißt das. Und ja, ist unglaublich. Und ich finde, das macht die Sportler besser und haben wir ein gutes Niveau von Sport hier in der Deutschen Schule Quito. Guten Morgen, mein Name ist Ernesto Timpe, ich repräsentiere den Vorstand des Schulvereines. Jede deutsche Schule im Ausland braucht einen solchen Trägerverein. Unser Trägerverein ist die AEASE, die Asociación Ecuatoriano-Alemana de Cultura y Educación. Und jeder Verein hat natürlich auch seinen Vorstand. Unser Vorstand von 14 Personen setzt sich in der Mehrzahl aus ehemaligen Schülern zusammen. Wir beschäftigen uns mit allen strukturträgenden Fragen des Schülerlebens, insbesondere der Finanzierung und Instandhaltung. Haben Sie recht, herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Deutschen Schule Quito. Ich möchte Sie einladen, unsere Schule näher kennenzulernen und an unserem schulischen Leben teilzunehmen. Ihr Ernesto Timpe.